Gute Gärtner sind noch nie vom Himmel gefallen. Doch für den Garten- und Kochwettbewerb legen sich diese sechs gerne ins Zeug. Die drei Landfrauen aus Lecker aufs Land, Jessica aus der Vorderpfalz, Irmgard aus dem Hunsrück und Jutta aus dem Schwarzwald. Sowie die drei Hobbygärtner Jürgen aus der Südpfalz, Walter aus dem Breisgau und Jürgen aus Rheinhessen. Alle sechs gärtnern einen Sommer lang um die Wette beim Wettbewerb von Mein leckerer Garten. Mitte Mai auf dem Rosenhof im Hunsrück. Hier lebt Schafzüchterin Irmgard Feuerbach mit ihrer Familie und vielen Tieren. Den Reitbetrieb ihrer Eltern hat sie in den letzten Jahren Stück für Stück erweitert und in einen vielseitigen Bauernhof verwandelt. Gerade ist die Landfrau auf dem Weg in ihren 400 Quadratmeter großen Selbstversorgergarten. Die Schafe haben mich gehört. Jetzt kommen die alle angeflitzt, weil die denken, die kriegen Futter. Aber sobald ich hier im Garten die Stimme erhebe, denken die Schafe, ha, Frauchen, Futter für uns. Ja. Schafe sind nicht so schlau, muss man dazu sagen. Sie sind halt so ein Schwarm. Einer fängt an, alle rennen hinterher. Mädels, ich habe überhaupt nichts. Ich bin noch nicht mal bei euch in der Wiese. Ich habe euch nicht gerufen. Schade, ne? Gärtnern ist so beruhigend. Ich habe angefangen mit dem Garten, eigentlich ursprünglich mal ein bisschen aus Langeweile. Aber es ist einfach schön, was mit den Händen zu machen. Es ist für mich oft ausschalten. So nach langen Tagen mit viel Stress gehe ich in den Garten und habe so ein bisschen meine Ruhe. Hier bin ich auch so bei den Schafen, das finde ich sehr angenehm. Und der wird jetzt jedes Jahr ein Stückchen größer. Jetzt, nach den Eisheiligen, pflanzt Irmgard ihre Setzlinge ins Freiland. Als erstes Kohl. Kohl ist für mich mit das beste Gemüse, weil der ist total vielseitig. Und dadurch, dass es schon so viele Varianten gibt, finde ich Kohl einfach großartig. Man kann natürlich den Spitzkohl, den Rotkohl, das kann man wunderbar einkochen. Man kann es zu Salat verarbeiten, man kann ihn einfach als Gemüse dünsten. Kohl geht immer. Nach Feierabend und am Wochenende packt auch Irmgards Mann Sven mit an. Von Beruf ist er Industriemechaniker. Ohne die Unterstützung ihres Mannes könnte Irmgard Betrieb und Familie nicht unter einen Hut bekommen. Die beiden haben immerhin vier Kinder. Wie die Landfrau all das hinbekommt? Mit einer Extraportion Pragmatismus. Pragmatismus kommt daher, dass man keine Zeit hat, glaube ich. Weil wenn man dauernd Zeit hat, dann muss man da ja nicht einschränken. Aber ich mache einfach nicht gerne Arbeit umsonst. Ich muss sowieso sehr viel arbeiten und meinen Zeitplan vor allen Dingen sehr gut managen, weil viele Kinder und Haushalt und Ehemann und sehr, sehr viele Termine einfach so ihren Tribut fordern. So. Wie ihre Mitstreiter setzt Irmgard diesen Sommer ein selbstgewähltes und ein vorgegebenes Projekt um. Vorgegeben ist, Knollenfenchel anzubauen. Bis Mitte September soll der prächtig gewachsen sein. Erst dann wird der SWR-Gartenexperte ihn bewerten. Wir haben hier einen alten Reifen von so einem Holzvollernter. Den habe ich mal über eine Bekannte, die wollte damit ganz was anderes machen, geerbt im Grunde. Und das ist ein großartiges Hochbeet geworden, einfach weil wir es super gut füllen können. Es ist natürlich schnell warm im Frühling. Wir haben unten dann ein Gitter reingelegt gegen die Mäuse und also da drin wächst eigentlich alles. Und jetzt haben wir einfach gute Komposterde reingefüllt und jetzt kommt da der Fenchel rein. 12 Setzlinge hat Irmgard vom Experten bekommen. Dieses Beet, glaube ich, hat schon gute Chancen, einen guten Fenchel zu erzeugen, einfach eben, weil er so viel Bodenwärme hat und weil er einfach auch gerade von der Fruchtfolge reinpasst, tatsächlich. Letztes Jahr saß da Kohl und dann haben wir jetzt so einen zweiten, so einen Mittelzehrer und der fühlt sich hier, glaube ich, ganz wohl. Mit dem Thema Fruchtfolge kennt sich die Landfrau aus. Kohl ist ein sogenannter Starkzehrer, das heißt, er hat einen hohen Bedarf an Nährstoffen. Fenchel ist genügsamer und daher gut geeignet als Nachfolger für Kohl. Ich denke, so sitzt er ganz gut, aber ich neige dazu, ein bisschen zu eng zu pflanzen. Ja, das werden wir sehen, ob es dann am Ende zu dicht war oder nicht. Ob Irmgard alles richtig gemacht hat, zeigt sich schon in 2 Monaten, wenn der Experte einen ersten Blick auf ihren Fenchel wirft.
ich kann nicht so ganz genau beurteilen, ob er vielleicht ein bisschen überdüngt ist. Aber die Gefahr laufe ich immer, weil ich eben so viel Mist habe. Und ich jetzt auch nicht so die Strategie der kleinen Portionen fahre, sondern Karre drauf und fertig. Und ansonsten, nö. Also entweder es gelingt oder es gelingt nicht. Ich bin da jetzt recht entspannt. Schafe! Ja, kommt rein! Schafe gab es eigentlich schon immer auf dem Rosenhof. Früher waren es nur ein paar. Seit 3 Jahren hat Irmgard aufgestockt. Inzwischen hält sie eine Herde mit 30 Mutterschafen und verkauft Lammfleisch und Felle im hofeigenen Laden. Jetzt hab ich dich. Jetzt bleibst du sitzen. 2 bis 3 Mal im Jahr bittet die Landfrau ihre Schafe zur Pediküre. Klauenpflege steht auf dem Programm. Die Arbeiten sind immer anstrengend, weil das sind einfach schon 60, 70 Kilo Schaf. Das hier ist jetzt ein junges Tier. Die schaffe ich noch alleine aufzusetzen. Bei den schweren muss mein Mann mir natürlich helfen. Die packe ich gar nicht allein. Und ich bin immer froh, wenn ich dann einmal den Bestand durch habe. Einfach, weil das eine anstrengende Arbeit ist. Nein, du bleibst hier. Aber muss sein. Ja, ich weiß. Ohne regelmäßige Pflege könnten sich die Klauen entzünden und das Schaf anfangen zu lahmen. Gut gemacht. Jo. Gut? Ja, ist fertig, Süße. Hast du gut gemacht. Ja. Schafe habe ich übernommen. Tatsächlich, meine Mutter hatte immer ein paar Schafe, so für einen Eigenbedarf. Und dann habe ich mich irgendwann der Schafe angenommen, weil zu wenig Zeit war und sich niemand so recht mehr drum kümmern wollte. Und dann habe ich so ein bisschen die Freude an den Tieren entdeckt, tatsächlich. Einfach, weil sie toll zu handeln sind. Ich mag sie gerne. Sie haben so ein bisschen ihre eigene Persönlichkeit, sind aber nicht allzu anspruchsvoll. Man kann die gut halten und auch relativ gut lenken, ohne dass man jetzt irgendwie größere Aufwände betreiben muss. Als nächstes kümmert sich Irmgard zusammen mit Svent um die 2. Aufgabe im Gartenwettbewerb. Oh, du hast noch Steine gebracht. Ja, wir haben hier noch ein paar. Wir haben noch ein paar? Ja. Das ist ja super. Ich habe schon mal angefangen. Als 2. Projekt habe ich mir vorgenommen, dass ich ein Kräuterbeet aus Natursteinen baue. Das möchte ich eigentlich schon ganz lange machen. Und immer habe ich mich so ein bisschen vor der Mühe gescheut. Ursprünglich dachte ich, ich mache so ein Hufeisen, also so eine aufgedrehte Spirale. Aber jetzt, wo ich hier so stehe, denke ich, vielleicht ist so ein einfach quasi ein Trapez und hier hinten ist der höchste Punkt. Das ist vielleicht auch ganz schön. Da waren sie wieder, meine 3 Probleme. Ne? Hm. Steine, die ich hier hinbringen muss, die Erde, die ich hier hinbringen muss und ein Ding, das ich noch bauen muss. Das tut mir super. So leid. Ja, ich helfe dir auch. Ja, das wirst du müssen. Männer können ja auch nicht Nein sagen, das ist ja das Schöne. Man muss es nur richtig verpacken, dann geht es meistens schon. Es macht ja auch Spaß. Und am Ende kommt was Leckeres zu essen dabei raus. Und das ist für Männer sehr essentiell. Auch das Kräuterbeet, Irmgards selbst gewähltes Projekt, wird der Experte im Herbst bewerten. Die Landfrau will das Beet in Stufen anlegen, damit verschiedene Zonen entstehen. Schließlich hat jede Pflanze unterschiedliche Ansprüche. Das ist so die untere Stufe fürs Kräuterbeet im Grunde. Und also so die Pflanzen, die ein bisschen mehr Nährstoffe brauchen und die sich gern so ein bisschen ausbreiten, die dürfen da jetzt rein. Danke. Ich will jetzt nicht unverschämt sein, aber können wir ihn einmal drehen? Oh, ernsthaft. Dann hat er die schöne gerade Kante nach vorne. Das ist eine schöne Sichtkante. Auf der obersten Ebene des Beets will Irmgard mediterrane Kräuter anpflanzen. Die gedeihen am besten auf leichten, durchlässigen Böden. Daher hat sie Sand besorgt. Kräuter, die es gern feuchter haben, verteilt die Landfrau weiter unten. So hofft sie, den Bedürfnissen aller Pflanzen gerecht zu werden. Ich bin gespannt, ob er jetzt, was der Experte jetzt zu meinem Beet sagt. Ich habe es jetzt so gemacht, wie ich es für richtig gehalten habe. Und ich glaube, ganz schlecht war es nicht. Aber man lernt ja nie aus. Von daher, ich bin jetzt echt mal gespannt. Currykraut, Rosmarin und Minze. Sie alle haben ab jetzt 8 Wochen Zeit, sich im neuen Beet einzuleben. Dann kommt der Experte und schaut es sich an. Zeit für Irmgard, sich um neue Mitbewohner zu kümmern.
Die Laufenten Donald und Daisy sollen den Nutzgarten vor Schnecken schützen. Na dann, guten Appetit. Es ist Juli geworden. Auf dem Rosenhof im Hunsrück hat der Sommer Einzug gehalten. Wieder einmal mit großer Trockenheit und Rekordtemperaturen. Quack, quack. Irmgard ist auf dem Weg zu Daisy und Donald. Ihren Job als reine Schneckenvertilger haben die beiden Laufenten nicht allzu ernst genommen. Sie haben tatsächlich es geschafft, uns die Kohlköpfe zu schreddern. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich musste den Brokkoli einzäunen und dann sind sie über den Weißkohl hergefallen zur Strafe, nachdem sie an die rote Beete nicht mehr dran kamen. Und ich habe das Mahnmal sehr bewundert und noch ein bisschen stehen lassen, weil es einfach schon erstaunlich ist, was zwei Enten in zwei Tagen alles schaffen. Halbzeit im Gartenwettbewerb. Zwei Monate sind seit dem Startschuss vergangen. Zwei bleiben noch. Eine gute Gelegenheit für den Experten, nach Irmgards Projekten zu sehen. Projekt Nummer 1, der Fenchel. Durch den heißen Frühsommer ist der schon fast ausgereift. Ich gehe davon aus, wenn der Experte jetzt kommt, dass er durchaus sieht, dass er jetzt schön ist. Und das wird ja wohl in die Bewertung einfließen. Und ich vermute, dass es den anderen ja auch nicht viel besser geht. Der Sommer ist überall warm und der Fenchel muss überall lange stehen. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir nicht ganz schlecht wegkommen mit dem Fenchel. Punkte für den Fenchel wird Dr. Michael Ernst erst im September vergeben. So, grüß Gott, Frau Feuerbach. Ja, hallo. Schön, dass ich Sie gleich im Garten antreffe. Ja, das ist ja super, dass Sie schon da sind. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Ja, Schnecken genau. Sind kein Problem, nee, im Garten. Schnecken sind überhaupt kein Problem. Nee, Wühlmäuse haben wir, aber Schnecken haben wir keine. Nee, das ist gut. Man muss nur alles abzäunen, damit sie halt das Gemüse dann in Ruhe lassen. Durch die Hitze hat sich Irmgards Fenchel rasant entwickelt. Bleibt es so heiß und trocken, könnten die Pflanzen schossen, also vorzeitig einen Blütentrieb ausbilden. Sollte das passieren, erlaubt der Experte allen, nochmal Setzlinge nachzupflanzen. Ich finde, der sieht ganz gut aus. So. Würde ich mal so laienhaft behaupten. Dann schaue ich mir das mal genauer an. Also der geht ja schon ins Schossen über. Die anderen sehen aber noch ziemlich gut aus. Ja, also der ist jetzt halt so, dass ich denke, ich würde ihn ernten, bevor er hochgeht, ja, und ihn noch essen. Also da spricht auch nichts dagegen. Wenn man, ja, länger wartet, dann wird er nur fasrig, ja, und schmeckt dann nicht mehr so gut. Genau. Ja, ich habe mich ja gefragt, ob es überhaupt eine realistische Chance gibt, dass er so lange noch durchhält. Jetzt sind ja schon noch ein paar Wochen und für mich sieht er so fertig aus. Er ist fast erntereif, das, ja, muss man schon sagen. Aber ich denke, den kriegt man schon noch bis in den September hineingezogen. Die ersten Spitzen werden schon, ja, gelb, ja, da müsste man jetzt was tun. Ja. Was man darauf achten muss, ist, dass genügend Wasser gegeben wird. Ja, ja. Insbesondere dann, wenn der August jetzt sehr trocken wird. Ja. Der soll ja sowieso raus, aber ich würde dann auch nach und nach jeden zweiten rausnehmen, also damit einfach die Verbliebenen dann noch sich entfalten können, mehr Platz haben. Und dann muss man sicher auch darauf achten, dass das Unkraut nicht überhand nimmt. Also wir haben hier, ja, die Winde, da drüben wächst eine Melde hoch. Jo. Also dass man einfach schaut, dass nicht dann das Unkraut die Lücken füllt, wird, ja, und, sondern dass es wirklich dann der Fenchel nutzen kann, den Platz. Ja, ja gut, das ist ja kein, ja, Problem. Im Blattwerk hat Irmgard Raupen entdeckt. Ein Schädling? Nein, es sind Raupen vom Schwalbenschwanz, einem wunderschönen Schmetterling. Sie klettern mal vom einen auf den nächsten, aber sie machen nicht so viel Schaden. Ja, und nee, überhaupt nicht eigentlich. Von daher sind sie sehr hübsch. Und vor allen Dingen sehr selten, also sehr schützenswert selten, ja, in jedem, eben, Fall. Und deswegen hoffe ich mal, dass was draus wird. Wir sind sehr gespannt. Also der Fenchel steht sehr gut da. Und das geht mit Sicherheit auf den schwarzen Reifen hier zurück. Der erwärmt sich sehr stark. Und die Wärme wird dann eben abgegeben in den Wurzelbereich. Dann wurde hier mit Erde aufgefüllt, viel Kompost eingebracht. Der Fenchel steht gut ernährt da, aus diesem Grund natürlich. Und jetzt muss man nur darauf achten, dass er gepflegt wird, dass sie genügend Wasser gibt, und dann wird man im Herbst ein sehr gutes Ergebnis sehen. Nächste Station, Irmgards selbstgewähltes Projekt. Da ist das Kräuterbeet, genau, das ist neu das Kräuterbeet angelegt. Ein Dutzend verschiedene Kräuter hat Irmgard hier vor zwei Monaten gepflanzt. Wir haben jetzt hier unterschiedliche Pflanzräume. Genau. Sicher mit dem Ziel, auch unterschiedliche Standortansprüche zu, genau, gewährleisten. Ja. Wir hätten hier oben eher das
trocken-heiße, mediterrane. Ja, da haben wir extra ein bisschen Sand reingefüllt, damit der bisschen durchlässiger wird, weil wir ja einen relativ schweren Boden haben. Ja, das sieht man. Also man sieht, dass der Boden relativ schwer ist. Genau. Und unten gerade da haben wir reichlich Kompost noch mit reingetan, weil die Minze und die Melisse ja auch gerne Nährstoffe haben, damit sie einfach besser wachsen. Die Minze kann sich ja auch noch schön ausbreiten. Die das wird wandert sie sicher ja tun, immer. Ja. Also von der Logik und vom Aufbau her ist es sicher so nachvollziehbar. Ein paar Fragen bleiben dann aber vielleicht doch. Bestimmt. Was macht die Dahlia an dieser Stelle? Da war noch Platz. Okay. Also ich bin ja so ein Freischnauzegärtner. Da war noch eine Ecke frei und ich hatte noch eine Dahlia über. Okay, das ist ein Argument, aber ist nicht zwingend für ein Kräuterbeet. Nee. Als letztes lotst Irmgard den Experten zu ihrem Kohlbeet. Das hat zwar nichts mit dem Wettbewerb zu tun, aber wenn schon mal ein Fachmann da ist, will die Landfrau das auch nutzen. Denn sie hat Fragen zum Blumenkohl. So, hier ist jetzt mein Blumenkohl in diesem Hochbeet, an dem ich so ein bisschen hänge. Aber der Blumenkohl macht keine Blume. Und ich habe gedacht, vielleicht weiß der Experte ja warum. Gut, auf den ersten Blick ist das nicht ganz einfach zu sagen. Die Frage ist, welche Sorte haben Sie da gewählt? Die Tüte ist das. Okay. Normalerweise passe ich da schon auf, weil wir ja eben auch so ein bisschen robust sind hier oben. Also beim Blumenkohl ist es ganz wichtig, dass man die richtige Sorte für den richtigen Anbauzeitraum wählt. Wenn man eine Frühjahrssorte zum Beispiel im Sommer pflanzen würde, dann würde da keine Blume entstehen. Und hier ist aber eindeutig die richtige. Schadorganismen sieht man jetzt auch nicht wirklich. Von daher kann es eigentlich nur noch daran liegen, dass entweder die Nährstoffversorgung nicht optimal ist. Ja, wir haben sehr recht sauren Boden, kann das sein? Dass dann der pH-Wert, genau, dass es zu sauer ist. Was ja dann auch dazu führt, dass Nährstoffe fixiert werden, nicht pflanzenverfügbar sind. Oder dass insgesamt zu wenig Wasser zur Verfügung steht. Dann ist natürlich so, dass die Nährstoffe zwar da sind, aber die Pflanze sie nicht aufnehmen kann. Ich würde jetzt düngen. Ich würde einen flüssigen Mehrnährstoffdünger nehmen, sodass wirklich alle Nährstoffe abgedeckt sind. Und flüssig deshalb, damit es auch gleich pflanzenverfügbar ist. Gut. Ich bin ganz zuversichtlich. Kann man gut vorstellen, dass da noch eine richtige Blume zuwächst. Ja, ich probiere das jetzt. Und wir sehen uns in ein paar Wochen. Bin gespannt, was daraus geworden ist. Das gebe ich Ihnen wieder zurück. Dankeschön. Verabschiede mich. Ja, wünsche alles Gute. Tschüss. Tschüss. In 2 Monaten schaut der Experte wieder vorbei. Und das wird nicht der einzige Besuch sein, den Irmgard und ihre Schafe dann bekommen. Es ist September geworden. Jetzt zur Erntezeit besuchen und bekochen sich die Mitgärtner einmal reihum. Irmgard stellt die Zutaten für ihr Gartenmenü zusammen. Jetzt wollte ich mal schauen, was die Kürbisse machen. Wie sehen sie denn aus? Oh. Alles, was jetzt reif ist, hat gute Chancen, im Menü zu landen. So wie dieser Muskatkürbis. Kürbisreife prüft man ja eigentlich, indem man mal klopft. So wie bei einer Melone. Es sollte ein bisschen hohl klingen, das tut er jetzt. Normalerweise sagt man, um einen haltbaren Kürbis zu haben, sollte der Stiel ein bisschen verholzt sein bei der Ernte. Das ist er jetzt noch nicht, aber er muss bei mir auch nicht mehr lange halten. Und ich kenne mich mit der Sorte jetzt nun auch nicht aus. Ich habe den ja noch nie angebaut und ich denke, schmecken wird er auf jeden Fall. Zum Hauptgericht gibt es bei uns natürlich Lammfleisch. Sie begleiten uns ja schon den ganzen Sommer sehr lautstark. Und das gibt es dann als Keule. Und dazu geschmorten Kohl und Kürbiskartoffelstampf. Auch die Zutaten für den Nachtisch sollen möglichst alle vom Hof stammen. Die Hagebuttensträucher tragen reichlich. Das hat Irmgard auf eine Idee gebracht. Ich möchte mal ausprobieren, ob man mit Hagebutten nicht auch super Eis machen kann. Aber auf jeden Fall mache ich daraus eigentlich jedes Jahr leckere Marmelade. Und würde es vielleicht, wenn es klappt, auch zu meinem Dessert machen. Es gibt noch einen kleinen Probekoch. Aber das ist einfach so eine Besonderheit. Die wachsen bei uns überall und kennt kaum jemand. Und da möchte ich jetzt einfach mal probieren, wie es schmeckt. Auf der Pferdekoppel wächst die nächste Zutat für das Dessert. Sohn Jakob hilft bei der Ernte. Mama, hier hängt noch alles voll. Ja, das ist super. Also Holunder wächst bei uns einfach ganz viel, weil die Pferde die Büsche nicht fressen. Und da der sehr pflegeleicht jedes Jahr sehr viel trägt, ohne dass ich irgendwas dafür tun müsste, haben wir schon sehr, sehr viel aus Holunder gemacht. Wir machen ganz viel Gelee und auch schon mal gerne so einen Kinderpunsch. Und deswegen müssen wir den jetzt entsaften. Mit ihrem zweigängigen Menü kann sich Irmgard wertvolle Punkte im Gartenwettbewerb sichern. Vorausgesetzt, es schmeckt ihren Mitstreitern.
Denn Landfrauen und Hobbygärtner bewerten sich gegenseitig. Das Menü serviert Irmgard erst morgen. Mit den Vorbereitungen für den Nachtisch startet sie schon heute. Die gute alte Flotte Lotte aus Großmutters Zeiten, die ist tatsächlich noch von meiner Oma. Antikes Teil, aber funktioniert immer noch am allerbesten. Und damit werden die Hagebutten jetzt durchpassiert. Das sind die alten Geräte, die muss man sehr wertschätzen. In der Qualität kriegt man die leider nie wieder. Aber vorher steht erstmal ihre gärtnerische Leistung auf dem Prüfstand. Der Experte vergibt Punkte für die beiden Projekte. Ja, grüß Gott, Frau Feuerbach. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Genau. Wie sieht's aus? Ich glaube, ganz gut. Schön. Aber zuallererst würde ich Ihnen voll gerne meinen Blumenkohl zeigen. Ja, das war ja das letzte Mal ein kleines Sorgenkind. Genau, ich habe ihn genäht und gepflegt. Okay. Es hat dann lange nichts passiert und dann auf einmal mal puff und dann hat er Köpfe gemacht und die sind dann echt schnell und gut gewachsen. Gut. Ich bin ganz stolz drauf, wie schön er geworden ist. Ja. Sieht wunderbar aus, oder? Ist antireif, auf jeden Fall. Ja, absolut. Ich habe ihn nur für Sie jetzt noch ein bisschen stehen lassen. Gut. Um ihn so stolz zu präsentieren. Auch hier ist noch einer. Ja. Und wir haben auch schon welchen gegessen. Er war sehr, sehr lecker. Super. Aber Gießen und Düngen war die richtige Entscheidung. Ja. Manchmal muss man warten, ne? Genau, manchmal ist Geduld das Wichtigste beim Gärtnern. Das stimmt. Aber wegen dem wunderbaren Blumenkohl bin ich ja nicht wirklich hier. Die Frage ist, sind die anderen Projekte auch so gut? Schauen wir mal. Ich bin nicht ganz unzufrieden, sagen wir mal so. Einige Fenchelknollen waren schon im Juli erntereif. Konnte Irmgard die anderen, wie vom Experten gefordert, vor dem Schossen bewahren und bis in den September hinein stehen lassen? So, nicht zu übersehen. Nee, er hat mir damals nur den Tipp gegeben, ich soll das Unkraut klein halten und ihn gut gießen. Und auslichten. Und alles das habe ich gemacht, aber er ist trotzdem geschossen. Er hat auch tolle, große Knollen gemacht. Das ist wahr. Der besonders. Der auch. Und der auch. Er war auch sehr lecker, bis er hochgegangen ist, muss ich sagen. Wir haben ja viel davon gegessen. Ja. Und weil wir haben ja brav ausgelichtet nach Vorschrift. Das und sieht man. War, wie gesagt, sehr schmackhaft, aber jetzt ist es einfach rum. Dann ist es vorbei. War heiß und dann ist er hochgegangen und dann hatte ich keine Chance mehr. Ja. Einen Tipp vom Experten hat Irmgard nicht befolgt. Sie hat keine Setzlinge nachgepflanzt, sondern voll und ganz auf den Fenchel gesetzt, den sie schon im Beet hatte. Ja, bei der Standortwahl, da kann man keinen Abzug machen, das ist einwandfrei. Schön freigestellt und durch den Reifen, gerade bei dem etwas raueren Klima hier, ideal. Der Pflegezustand, klar, Unkraut sehe ich da immer noch ein bisschen. Ist jetzt nicht wirklich störend, aber volle Punktzahl gibt das dann halt nicht. Gut, die Pflanzengesundheit hat natürlich jetzt gelitten. Wir sehen hier an der Blattbasis Fäulnis und auch die Triebspitzen sind etwas dürr, zum Teil verkrüppelt. Also das ist jetzt nicht ganz optimal. Wobei wir jetzt natürlich schon relativ spät im Jahr sind, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Wäre es in den letzten Wochen nicht so unerbittlich heiß gewesen, hätte Irmgards Fenchel auch heute noch super dastehen können. Das bezieht der Experte bei seiner Bewertung mit ein und vergibt 21 von 25 Punkten. Ja, alles in allem ist das Projekt Fenchel sehr gut gelöst. Fast sehr gut, kann man sagen. Und mit Sicherheit hat der Reifen hier auch sein Übriges getan. Einfach günstigere Bedingungen geschaffen, einen wärmeren Wurzelraum. Und das ist, denke ich, ganz wichtig bei einer Höhenlage von deutlich über 500 Meter. Weiter geht's mit Irmgards selbstgewählter Aufgabe im Gartenwettbewerb, dem neuen Kräuterbeet. Auch für dieses Projekt sind bis zu 25 Punkte drin. Da wird schon begutachtet. Natürlich. Und es ist deutlich gewachsen, vor allen Dingen die Dahlie. Die Dahlie. Die aber immer noch nicht da wirklich hingehört. Aber sie macht sich gut. Ja, das ist wohl wahr. Optisch ein Knüller. Aber ich denke, im nächsten Jahr wird da keine Dahlie mehr stehen. Nee, ein anderes Kraut. Mir fällt schon was ein. Ich muss jetzt hier schnell noch das Unkraut entfernen. Das haben Sie gar nicht gesehen. Ne? Ja, ich sehe vor allen Dingen die Lücken zwischen den einzelnen Kräuterpflanzen. Der ist ja noch jung. Muss ja noch wachsen. Gut Ding will Weile haben, habe ich gelernt. Man hätte von Anfang an ein bisschen mehr reintun können. Ja, das hätte man. Das stimmt. Thank you.
Ja, das war im Juli eigentlich schon klar. Von der Konzeption her stimmt das. Wir haben unterschiedliche Kulturräume, so wie man sich das wünscht. Auch eben den unterschiedlichen Standortansprüchen der Pflanzen angepasst. Vom Konzept her hat die Landfrau schon mal alles richtig gemacht. Aber überzeugt auch die Umsetzung? Dr. Michael Ernst nimmt die Mauer aus Natursteinen genauer unter die Lupe. Ja, der Bau der Trockenmauer ist jetzt nicht ganz ideal. Hier schön das Fugenbild, die Steine überlappen sich hier. Da hinten sehen wir, da wurden die Steine einfach aufeinander gestapelt. Wir haben Kreuzfugen, das gibt keine Stabilität. Eine optimale Trockenmauer sieht einfach anders aus. Dafür zieht der Experte Punkte ab. Immerhin 20 bekommt Irmgard für das Kräuterbeet gutgeschrieben. Für beide Projekte zusammen sind das 41 von 50 Punkten. Aber das bleibt wie immer erstmal geheim. Für Irmgard steht jetzt der Besuch ihrer Mitstreiter im Fokus. Morgen kommen die anderen Gärtner und wir haben uns eine ganz besondere Art und Weise des Taxis überlegt. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie die das finden. Aber mehr verrate ich jetzt noch nicht, einfach weil das eine Überraschung werden soll. Und das sind ihre Mitgärtner. In einem Gemeinschaftsgarten in der Pfalz baut Landfrau Jessica Schönfeld ihr Gemüse an. Ihre Spezialität? Squash. Eine Mischung aus Kürbis und Zucchini. Ich habe das noch bei keinem anderen gesehen. Das ist, glaube ich, auch keine Frucht, die man so üblich kennt wie eine Zucchini. Aber die wächst hier perfekt. Ebenfalls in der Pfalz liegt der Garten von Jürgen Mees. Dieses Jahr will er Pilze auf Baumstämmen züchten. Von Pilzen aus dem eigenen Garten träumen er und seine Frau schon lange. Da wird wahrscheinlich auch nicht ein Korb reichen, da brauchen wir zig Körbe für unsere Pilze einzufahren. Ja, und das für die nächsten Minimum 4 Jahre. Für seinen Freiburger Schrebergarten hat Walter Krögner wenig Zeit. Wie gut, dass sein brasilianischer Freund mindestens genauso gerne gärtnert wie er. Nur beim Gießen scheiden sich die Geister. Nicht übertreiben beim Gießen. Hier, die Kanne kannst du nehmen. Okay, gerne. Dann kannst du weitermachen. Alles klar. Ja? Gut. Der weitermacht immer zu weniger Wasser. Der Hof von Jutta Braun aus dem Hochschwarzwald liegt auf knapp 1000 Metern Höhe. Hier Gemüse anzubauen, ist für die Landfrau jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung. Dieses Jahr habe ich jetzt gedacht, jetzt probiere ich es nochmal, jetzt hänge ich mein ganzes Herzblut rein und jetzt schaffe ich's. In Rheinhessen liegt der Barockgarten von Jürgen Süß-Leonhardt. Zwischen den nach Farben sortierten Zierpflanzen gab es bisher nicht viel Platz für Gemüse. Das soll sich jetzt ändern. Da mussten Flächen, Freiflächen geschaffen werden. Und das macht jetzt Spaß, zu sehen, wie sich das Gemüse auch integriert in das, was an sich schon da war. Ein paar Kilometer vom Rosenhof entfernt warten Irmgards Gäste. Sie kennen den Treffpunkt, wissen aber nicht, wie es von dort aus weitergeht. Hallo. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Ja. Den Shuttle-Service übernehmen 5 gutmütige Fjordpferde. Die gehören Irmgards Mutter Reinhild. Ganz entspannt da draußen. Ja, einfach. Und man setzt sehr schön. Für die Abholung hat sie extra ihre gutmütigsten Tiere ausgesucht. Hoch zu Ross geht's Richtung Rosenhof. Dort hat Irmgard schon den Begrüßungssnack fertig. Hausgemachten Flammkuchen mit Hühnchen und Zucchini. Also ich bin jetzt mal gespannt, wie es war auf dem Pferd. Und bei uns ist ja alles ein bisschen, ist ja nicht so der klassische Garten, sondern wir haben ja viel Fläche und viel anderes, weil wir einfach Hof sind, Betrieb sind. Und von daher freue ich mich jetzt, dass Sie das auch mal sehen, wie es bei uns so ist. Und dass bei uns der Garten nicht an erster Stelle steht, ist ganz klar. Landfrauen und Hobbygärtner treffen sich heute zum 3. Mal. Hoffentlich hat Irmgard mit dem außergewöhnlichen Transportmittel nicht auf das falsche Pferd gesetzt. Ja, das war natürlich mal ganz was anderes, ne? Zumal ich das Pferd ohne den Sattel hatte. Und man muss sich als Mann natürlich dran gewöhnen. Ist ja nicht unbedingt für mich ein männerfreundlicher Sport. Auf den Schreck mit den Pferden. Ja, ja. Ja. Ganz schön. Also, schön, dass wir da sind. Schön, hier zu sein.
Habt einen schönen Tag. Ja, ja, du auch. Ja. Nach dem Ausritt kommen Fingerfood und Sekt mit Holunderblütensirup gerade recht. Unseren Garten habt ihr ja im Vorbeireiten schon gesehen. Jetzt würden wir ihn gerne aus der Nähe sehen. Ja, da müsst ihr mit meinem Mann gehen. Der kennt sich jetzt gemüsetechnisch nicht allzu gut aus. Ich bin ja ein großer Gemüsegärtner. Also ich kann es gut aber essen. Aber er kann es essen. Ja. Ich gehe mal nur in die Küche. Na, ja. Habt einen schönen Tag. Ne? Als erstes führt Sven die Mitgärtner zu dem Projekt, bei dem er selbst kräftig mit angepackt hat. Dem Kräuterbeet. Die meisten Pflanzen sind den Gästen geläufig. Nur eine gibt Rätsel auf. Riecht nicht, ne? Nein. Nee, Kalsalbe. Das ist eine Lichtnelke. Und die blüht so schön rosa, so pinkfarben. Bei mir im Garten habe ich sie auch. Sind wunderschön und passt schön zu der wunderschönen rosafarbenen Dahlie zusammen. Das ist auch so ein schöner Abschluss nach oben hin. Ja. Diese Dahlie da wie eine Krone aufgesetzt. Ja. Eine schöne Pflanze. Wenn man sieht, die verschiedenen Bienenarten, die drauf sind. Ne? Ja, das ist echt toll. Aber schön. Das macht halt auch eine Frau, macht sowas. Weißt du, so noch so Lichtblick. So ein Lichtblick noch ins Bild. Vorsicht, Vorsicht. Ja. Nicht nur. Jetzt aber. Ja. Sven, wir machen die Arbeit überall, ne? Ja, genau. Ja. Okay, ich sag und dann, ja, du verschluckst dich schon ganz zurecht. Genau. Ja, ja. Aha. Okay, dann. In der Küche kümmert sich Irmgard gerade um ihr Holundereis. Den Saft verfeinert sie mit Kardamom, Zimt, Vanille und Koriander. Und da Eis halt sehr kalt ist und kalt natürlich immer den Geschmack ein bisschen kürzt, muss man recht kräftig würzen, damit es nachher auch gut schmeckt. Das ist einfach, liegt in der Natur des Eises. Als nächstes ist das Hagebutteneis dran. Die passierten Früchte vermischt Irmgard mit Sahne, Eiweiß und Zucker. Also die Gärtner sind jetzt meine Versuchskaninchen. Ich habe zwar Hagebutte schon als Aufstrich gemacht und auch schon im Kuchen verarbeitet und kann mir schon vorstellen, wie das schmeckt. Aber so richtig Eis in Reinform, das wird jetzt der Testlauf. Wofür die Gäste so alles herhalten müssen? Inzwischen sind die Versuchskaninchen bei Irmgards Blumenkohl angekommen. Und mit dem Unkraut habt ihr ja auch zu kämpfen. Ne? Ja, aber mit dem Unkraut haben wir auch kein Problem. Also Das darf wachsen bei euch. Ja. Ich meine, guck mal hier, was ich auch schön finde, wenn das Unkraut jetzt keine Rolle spielt, ne? Oder das Beikraut, da sind ja auch Blüten dran, freuen sich die Bienen auch noch. Eben, mal, ne? Ja. Der ganze Hof, die Garte, dann hättest du da mal einen Garte, dann ist da ein Stück, wo was blüht und eigentlich blüht überall alles. Und es darf auch alles blühen bei ihr, selbst sogar das Unkraut darf kommen. Und also ich bin beeindruckt, weil das ist so weitläufig alles, so groß. Zurück in der Küche. Als Hauptgericht bereitet Irmgard einen Lammrollbraten zu. Für die Füllung hat sie Speck, saure Gurken und Zwiebeln angebraten und mit Senf abgeschmeckt. Das war mal einer von unseren Schafen, ja. Ob es jetzt ein Bock war, weiß ich nicht. Aber zumindest war es eins von unseren Lammfleisch. Und den haben wir jetzt eingefroren. Jetzt habe ich ihn aufgetaut. Ein bisschen kalt ist er noch in der Mitte, aber es geht. Und jetzt wird er entbeint und gefüllt. Und wenn man merkt, wie viel Arbeit sie machen und wie viel Ärger sie manchmal machen, dann schmecken sie ein bisschen besser. Die Füllung verteilt Irmgard auf der Innenseite der Lammkeule. Also dort, wo vorher der Knochen war. Dann rollt sie das Fleisch auf und schnürt es fest. Dafür braucht sie Fingerspitzengefühl. Also so schön habe ich noch nicht hingekriegt, rein optisch. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt auch in der Mitte schön gleichmäßig durchgart. Aber er ist mir heute gut gelungen von der Form. Das Durchgaren übernimmt der Ofen. Und zwar bei 180 Grad. So, hier ist unser Schafstall, aber wenig Schafe im Moment. Wie denn? Mit Futter bekommt man Schafe immer. Micha, wo sind die Schafe? Komm. Schafe. Ja, kommt her. Noch vor ein paar Jahren gab es nur wenige Schafe auf dem Rosenhof. Dank Irmgard und zur Freude ihrer Mitgärtner ist das heute anders. Was soll ich sagen? Ja. Schafe sind halt Schafe. Das ist einfach,
Ja, ist eine Idylle. Ne? Ich meine auch jetzt hier anzukommen und hier das Tal dann hier zu sehen, finde ich einfach, das ist wunderschön. Und dann die Tiere dazu, das geht nicht besser. Ein ähnlich positives Urteil wünscht sich Irmgard natürlich auch für ihr Menü. Als Beilage für die Lammkeule geht es jetzt dem Muskatkürbis an den Kragen. Ui, der ist ja noch ganz hell. Ob Irmgard ihn zu früh geerntet hat? Für den Kürbis-Kartoffelstampf verwendet sie normalerweise reife Exemplare. Ich denke, er schmeckt sehr gut. Er ist ganz zart und macht jetzt keinen unreifen Eindruck. Ich denke, wenn man ihn natürlich länger liegen lässt, wird er orangener. Das Püree wird jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich nach Kürbis aussehen, aber ich glaube, das macht nichts. Und ansonsten, er hat viel Fruchtfleisch und eine ganz schöne Struktur. Also ich denke, der wird lecker. Während sich Irmgard weiter um das Kürbis-Kartoffelpüree kümmert, sind ihre Gäste bei den jüngsten Bewohnern des Rosenhofs angekommen. Im Hühnerstall. Insgesamt leben hier 120 Hühner. Masthähnchen und Legehennen. Hola, chicas. Futter. Eier- und Hähnchenfleisch verkauft Irmgard mittwochs, samstags und nach Absprache im Hofladen. Die sind jetzt so putzig, weiter nehmen wir eins mit. Ja, zwei, eins für dich, eins für mich. Ne? Ja, gern. Ach Gott. Das kommt dann hinten auf die Hutablage, ne? Ja. In den Fahrradkorb. Ja, genau, wir haben den Fahrradkorb, genau, da packen wir es an. In die Handtasche. Jetzt, mit 3 Wochen, wiegen die Küken in etwa so viel wie eine Tafel Schokolade. 4 Monate lang dürfen sie auf dem Rosenhof bleiben. Auch Jessica hält Hühner, nur nicht ganz so viele. Mit Babyhühnern kennt sie sich aus. Die kleinen Küken, wie sie schon so langsam erwachsen werden. Von unten kommen die weißen Federn, aber oben sind sie noch ganz flauschig. Und die sind, ach Gott, klein und flauschig. Da kriegt man auch gleich Muttergefühle. In der Küche bereitet Irmgard gerade die 2. Beilage für den Hauptgang zu. Gedünsteten Chinakohl. Auch den hat sie, na klar, selber angebaut. Also ich koche was ich selber gerne esse. Ich esse einfach gerne Kohl, für mein Leben gerne, und Lamm sowieso. Und Stampf eben als leichte Beilage mit dem Kürbis finde ich einfach rund. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. Das Hagebutteneis ist fertig. Sehr lecker. Und der Lammrollbraten auch. Zumindest war er 2 Stunden lang im Ofen. Eindruck. Nur der Kürbis-Kartoffelstampf braucht noch etwas Feintuning. Oh, das ist ja echt schon butterweich hier. Es ist alles fertig. Es schmeckt alles im Topf schon mal sehr gut. Ich bin gespannt, wie der Braten innen aussieht. Ansonsten, ja, es läuft. Ui, schau mal, Gott, guck mal, wie schön. Tisch. Einwandfrei, ne? Alles stammt aus Irmgards Garten. Die Zutaten für ihr Menü und die Tischdeko auch. Da haben wir wieder Fenchel, Mangold, dann machen wir noch ein bisschen Essig und Öl drüber, dann haben wir einen kleinen Salat angemacht. Ja, und wir das Thema Fenchel. Ganz ja. Genau. Ja. Immer dabei. Ne? Ja. Den Hauptgang richtet die Landfrau in Sichtweite ihrer Gäste an. Jetzt bin ich gespannt. Das sieht gut aus, gell? Ja, sehr gut. Ja. Er sieht super aus. Ich hoffe, er schmeckt auch. Das sehen wir jetzt gleich. Aber er schneidet sich gut. Gleich neben dem Lammrollbraten platziert Irmgard das Kürbis-Kartoffelpüree. Habt ihr wenigstens Hunger da hinten? Natürlich. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Und lob schon, das war sein Mund zusammen hier. Ja. Gibt da noch eine schöne Bratensoße dazu, die Liebische Soße. Die hat Irmgard ganz klassisch aus Bratensaft hergestellt. Als letztes kommen Chinakohl und als Farbtupfer eine Tagetes auf die Teller. Oh, die Haare geht auf. Oh, ja. Schau. Oh, schön, das ist auch. So, ihr Lieben. Ja, wunderschön. Ja. Endlich jetzt bist sind du wir da. Gespannt. Was ist das denn? Auf vielfachen Wunsch einer einzelnen Dame gab es Lammbraten. Das ist Chinakohl aus dem Fenchelhochbeet und ein Kürbiskartoffelstampf. Okay. Genau. Und die Blume müsst ihr nicht mit essen, könntet ihr aber. Ich würde sagen, wir stoßen an. Wir stoßen an. Eine hervorragende Idee. Ja, ja. Auf die Köpfe. Auf einen schönen Abend. Ja. Dankeschön. Zum Wohl. Zum Wohl.
Insgesamt können die Gäste bis zu 50 Punkte für das Gartenmenü vergeben. Die verteilen sie aber erst, wenn sie auch den Nachtisch probiert haben. Ich fand's richtig, richtig schön, dass die Irmgard den Lammbraten gemacht hat. Ich habe es mir so sehr gewünscht und es hat funktioniert. Es war schön kross gebraten von außen, schön zart von innen. Auch die Füllung war lecker und die Beilagen fand ich auch gut. Also Irmgard, ich muss schon sagen, alle Achtung, was ihr hier auf dem Hof umtreibt. Wir haben jetzt ja heute hier wahnsinnig viel gesehen, die Pferde, die uns abgeholt haben. Die Gärten, die Hühner. Ja, aber die Schafe nicht zu vergessen. Mhm. Ja, stimmt. Das ist schon toll. Ja, ja. Ja. Wir werden nicht arbeitslos, das stimmt schon. Na. Es ist auch an jeder Ecke natürlich ein bisschen Chaos, weil wir es nie ganz schaffen. Mhm. Garten ist ja für mich so, wir haben bei dir schon drüber gesprochen mal, das ist für mich wirklich so das Hobby, was am Ende steht. Aber dann muss ich es auch als das sehen. Und dann muss ich auch das machen, was mir Spaß macht. Mhm. Und mir ist es dann auch wurscht, ob da Unkraut wächst oder nicht. Mhm. Und ich baue nur noch an, was gut geht und was allen schmeckt. Weil sonst macht es überhaupt keinen Spaß. Mhm. So, ihr Lieben, ihr habt die Teller leer. Dann mache ich mal Nachtisch. Ja. Sind wir mal gebracht ab und zu. Wir freuen uns. Überraschung. Ja. Ja. Bis gleich. Das Dessert richtet die Landfrau auf Birkenscheiben an. Auch das Holz stammt vom eigenen Hof. Ich klebe jetzt diese Gläser mit Marzipan fest, einfach weil ich Angst habe, dass sie mir sonst runterrutschen, bis ich vor der Tür und auf der Terrasse gelandet bin. Und das ist so ein Trick, den habe ich mir mal wo abgeguckt. Drei Gläschen bekommt jeder. Eins mit Quark, eins mit Holundereis und eins mit dem extra für diesen Anlass kreierten Hagebutteneis. Ja, Wahnsinn, das ist ja ein regelrechtes Feuerwerk. Ja, Wahnsinn. Ah, ja, krass. Meine Guck Güte. Dir das an. Hm? Ja, ohne das soll auch das Irmgard. Meine Güte. Ja, also, wir müssen jetzt hier, bevor es schmilzt, also es ist zweierlei Eis mit Vanillequark. Okay. Ich habe mir überlegt, ob ihr rausschmeckt, was es ist. Okay. Ach, diese Experimente, also lasst es euch schmecken. Ist das Hagebutte? Es ist Hagebutte, tatsächlich. Ja. Echt? Ja, guck. Es war ein Pilotprojekt. Also, kannst du in Produktion gehen? Nein, schon. Kannst du ja patentieren lassen. Ja. Okay. Also ich muss sagen, wenn du öfter mal so Versuchskaninchen brauchst, ich wäre bereit. Immer gerne. Du kommst. Für den Kaninchenstall bin ich bereit. Extra von Freiburg hierher. Ja. Auch mit dem Dessert scheint Irmgard bei den Mitgärtnern ins Schwarze getroffen zu haben. Das Hagebutteneis, der Brüller, cremig, vollmundig und die Kombination mit dem Quark, Vanillequark. Das war herrlich. Ich habe es genossen. Es war für mich eine wunderschöne Nachspeise gewesen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Ihr habt den Hunsrück kennengelernt heute von so einer schöneren Seite. Ja. Und Wetter sei Dank auch. Ja. Ich hoffe, euch tut morgen nicht der Hintern weh. Nö, es war nicht so weit. Es war nicht so weit. Scheiben, ein bisschen lang. Ja, nee. Man hätte vielleicht schneller reiten können. Nö, es war optimal so. Also der weite Weg durch das halbe Land hat sich wirklich gelohnt. Und wenn Irmgard jetzt noch ordentlich Punkte für ihr Menü absahnen kann, hätte sich auch für sie der Aufwand in der Küche gelohnt. Also ich würde jetzt der Irmgard für das Esse heute 9 Punkte geben. Von mir 10 Punkte. Bei dem Hauptgang hätte es für mich ein bisschen mehr Gemüse aus dem Garten sein dürfen. Aber für das hat die Nachspeise gepunktet. Daher kriegt Irmgard 8 Punkte. Ich fand beides richtig gut. Gebe ich insgesamt eine 9. Für das wunderbare Essen heute gibt es von mir 9 Punkte. Das heißt für Irmgard, mit ihrer Garten- und ihrer Essenswertung kommt sie auf 86 Punkte und übernimmt die Führung im Wettbewerb. Aber noch haben nicht alle ihre Menüs aufgetischt und die Projekte sind auch noch nicht alle bewertet. Habt ihr alles aufgegessen? Es bleibt also spannend. Und so geht es weiter. Das nächste Mal treffen sich alle bei Jürgen Mees in der Pfalz.
und dann zeigt sich, ob der Hobbygärtner mit seinem aufwendigen Menü Irmgards kulinarisches Feuerwerk noch toppen kann.